So, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Mafia 3. Wir sollen uns mit Donovan treffen für neue Informationen von Tony Marcano. Und wir stehen direkt davor und wir holen uns mal ein paar Informationen. Sie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Danke. Brennt wie Napalm, so ist die nächste Mission. Rede mit Alcy Banner. Na dann, auf da. Donovan ist weg. Wir machen heute beide. Das wird tatsächlich ein beschissen. Ist eh beschissen. Oder? Ja. So. Das Ganze mal an. Tony Marcano sollen wir erledigen. Das ist die nächste Mission. Also können wir... Warte mal. Ich muss mir gerade mal kurz gucken. Ist Tony Marcano nicht einer... Das ist einer der Capos. Das wäre schon krass, wenn wir einen Capo erledigen würden direkt. Moin. Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Dieser. Na, RC, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang?
Wieso? So, komm mal her. Wir fahren eine Runde. Ich habe mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert. Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. Ja, das ist immer scheiße. Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst du einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach. Du bringst uns auch um! Ein bisschen rausgerutscht, mein Gott. Was habe ich gesagt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tom. Okay. Was soll das? Die fahren halt alle scheiße. Die Kämpfer nehmen nicht die Vordertür. Wir gehen am Nebeneingang rein. Okay. Ja, ich packe Scheiße, ich weiß, mir aber auch nicht. Herzlich. Ja. Warte, Elsie. Wer zur Hölle ist das? Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Was soll das heißen, was will der hier? Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt. Dann mach doch mal. Komm, Muschi. Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar dir das für den Ring auf, Hornochse. Aufpassen, ja. Rein mit dir. Geh in den Umkleideraum. Die Umkleidekabine ist da hinten. Okay, das heißt, wir müssen irgendwo da lang. Scheiße, meine Kippen werden... Haltet euch zurück! Der Typ braucht einen Arzt. Darf ich nicht hier durch? Schmeiß den Nicker irgendwo hin und lass der Natur frei. Boah, Alter. Ihr könnt jetzt gehen. Dankeschön. Boah, über nur Feinde. Alles rot. Wir sollten geht's, Neville? Wie läuft's denn, Elsie? Wir sollten tunlichst hier keine ich Action machen. Ich treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, Elsie? Ein Neun. Der Neue sieht zwar stark aus, aber ich setze weiter auf den Brawler. Ich muss dich was fragen, Elsie. Was denn? Sind alle Nigger drauf, sich gegenseitig die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Nee. Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance, nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. So, gut. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte etwas. Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht. Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Okay. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen.
Alter. Na los, die warten auf dich. Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs. Der nächste Herausforderer für Nick Boom Boom Boland ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jack Knife Johnson. Keiner kennt uns. Küsst meinen schwarzen Arsch. Die mögen uns. Steige in den Ring. Wir sind ja dadurch. Dadurch, oder was? Na dann, auf. Hol dir die Scheiße aus dem Leib. Na ja. Toter Bruder, hier drüben. Dann mach ich nass den Typen. Ich musste einfach etwas tun. Der Schießer ist hier drüben. Was soll denn das sein? Ich hab gesagt, schlag den Motherfucker. Prügel den Windel weich. Patsch! Das Thema ist gegessen. Wir haben unseren Sieger in der rechten Ecke, Jack Knife Johnson! Ja, noch sind wir nicht ganz überzeugend. Wie sieht es aus? Unser nächster Kämpfer kommt aus Baton Rouge. Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Brawler. Bumbo war ein Windbeutel verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Nicht in die Ecke, klar. Ja. Pussy, du sollst kämpfen! Kämpf, Nigger! Mach ihn fertig! Aber diesmal irgendwann auch gut mit dir. Kämpf, Nigger! Mach ihn fertig! Gut. Der Nacht! Pisser. War wieder du. Erledigt. Jack Knife Johnson wird heute Abend erfolgreich sein und als nächstes der Champion. Den müssen wir natürlich auch noch packen. Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Balu, der Rüpel von River Row, euer Champion, Totengräber Borg. Du weißt, warum man ihn den Totengräber nennt. Weil er Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, und wie krieg ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Tu dich zusammen, Arschloch! Das kriegst du aber. Und jetzt ist er tot. Patsch! Der nächste, der erste. Erledigt. Wir haben einen neuen Champion. Mr. Jack Knife Johnson! Lauter! Lauter! Na also. Junge, das reicht. Gehen wir. Okay. Was passiert jetzt? Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Und wo gehst du hin? Ich? Ich hab was zu erledigen. Irgendwas sagt mir, dass Boom Boom einen neuen Manager braucht. Ihr Nigger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Hast dir meinen Respekt verdient. Und was passiert mit unserem Helden? Das erfahren wir dann im nächsten Part bei Let's Play Mafia 3.